Beim Vermögensaufbau und der Ruhestandsplanung setzen viele Deutsche zumeist auf Immobilien, das Tagesgeldkonto oder auch die Lebensversicherung. Aktien oder auch Fonds spielen meist keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Mit Blick auf die Börsenentwicklung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ging so eine Menge Rendite verloren. Fragen dazu an Markus Sievers, er ist Geschäftsführer bei Apano, mit dem wir über den Aktienfonds für Vorsichtige sprechen wollen. Herzlich willkommen zum Interview, Herr Sievers. Warum sind Aktien so wichtig beim Vermögensaufbau und auch bei der Sicherung der Kaufkraft eines Vermögens? Ja, im Grunde die Beteiligung an Aktien heißt ja eben die Beteiligung an dem, was Deutschland eben auch als Wirtschaftskraft ausmacht. Wir investieren ja über Aktien, also wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland bleibt, an ganz hervorragenden Unternehmen wie eine Siemens, eine BASF, eine Bayer, eine SAP, und man kann die alle nennen. Und wenn man das jetzt sozusagen mal weg von dem Einzelunternehmen hin auf den Index, beispielsweise den DAX, dann erkennt man ja auch, wie die Wertentwicklung ist. Und das ist eben die Möglichkeit, dann der Wirtschaft teilzunehmen, die ja in sich in der Lage ist, eben Wachstum zu produzieren und auch Inflationsausgleich zu bieten. Und das macht eigentlich die Aktie auch als Sachwertinvestment vor dem Hintergrund Nullzins. Thematik und vor dem Hintergrund der Inflation macht es natürlich das im Bereich liquider Investments als das attraktivste eigentlich überhaupt. Also im illiquiden Bereich gebe ich recht. Stichwort kam gerade, wie zum Beispiel eine Immobilie, ist natürlich auch sinnvoll. Aber wenn man eben in das liquide Investment schaut, dann ist die Aktie im Grunde die Nummer eins im Vermögensaufbau. Das ist recht klar. Warum richtet sich Ihr Aktienfonds ganz speziell an Vorsichtige, Herr Sievers? Was machen Sie anders als ein, ich würde mal sagen, normaler Fonds? Ja, ich glaube einfach, wenn jetzt alle so das genauso sehen würden, wie es ja in der Wirklichkeit auch ist, und alle vor allen Dingen einen sehr, sehr langen Anlagezeitraum hätten, denn es gibt ja die Phasen, in denen mal eben Rückschläge auch an den Aktienmärkten drohen. Wenn das alles jetzt sozusagen genauso gesehen würde, dann würde man sagen, bräuchte man gar kein Risikomanagement in Aktien, kaufst einfach und lässt lange liegen. Aber das wäre nicht die Realität. Die Realität ist, dass wir im Prinzip 90% der Menschen machen Aktien gar nicht, weil sie eine gefühlte Angst haben, weil man weiß, dass die Aktienmärkte sich auch mal halbieren können und das auch eine gewisse Zeit mal dauern können. Wobei Halbierung natürlich im historischen Kontext auch jetzt nicht, kommt ja nicht alle paar Jahre eben vor. Aber eben natürlich gibt es mal Rückschläge, 20-30%. Und die werden nicht alle so schnell aufgeholt, wie wir das in der Corona-Krise im letzten Jahr gesehen haben, sondern manchmal dauert es eben länger. Wenn man das alles berücksichtigt und das eben Menschen auch durchaus mal im gesetzteren Alter, also gut, das klingt jetzt nicht so, als wenn man da sozusagen im Rentenalter mit Aktien anfangen soll, aber wenn man irgendwo mit 50 aufwärts mal das Thema Aktien auch angehen will, dann haben wir eben einen Weg gefunden, da mit einem Wertsicherungsmechanismus eben die großen Drawdowns der Aktienmärkte zu verhindern und gleichzeitig aber eben das Potenzial der weltweiten Aktienmärkte aufzunehmen. Also zusammengefasst ist es eben ein Produkt, was in der Lage ist und das Ziel auch hat, die Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte nachzubilden, aber eben die großen Krisen auszuschließen. Das ist deswegen, dass wir sagen, das ist der Aktienfonds für Vorsichtiger. Dann machen wir doch den Realitätscheck für diesen Wertsicherungsmechanismus, wie Sie ihn genannt haben. Wie hat sich der Fonds beispielsweise im Vergleich zum DAX oder auch zu Weltaktien geschlagen? Ja, doch sehr gut und vor allen Dingen im Rahmen auch seiner Zielsetzung. Also ich will mal Beispiel letztes Jahr, das ist natürlich auch so ein Lackmustest für so ein Wertsicherungskonzept, wie wir das eben haben. Und wir haben ja gesehen, dass der DAX fast 40% für einen gewissen Zeitraum minus war. Weltaktien waren dann so 33, 34 so in der Größenordnung. Und wir hatten eben einen Periodenverlust von nur 15 im Maximal und hatten eben, waren wirklich raus. Also wenn der Crash quasi noch weitergegangen wäre, wenn eben Corona für die Börse nicht beherrschbar geworden wäre, wären wir da wirklich auch fein gewesen. Wir haben dann im Umkehrschluss sogar geschafft, früh in die Märkte hineinzugehen und haben das Jahr mit 13,7% plus abgeschlossen und damit deutlich besser als als der DAX erstmal. Weltaktien waren ja hinterher auch gut, aber auch da waren wir in dem Fall besser. Wobei man eben auch dann realistisch sein muss, über die ganz lange Periode ist es natürlich schon so, dass man eben mit der reinen 100% Investition in Aktien auf ganz, ganz lange Sicht wahrscheinlich erfolgreicher ist. Die Tatsache, dass wir niedrige Schwankungen haben, eine Risikoklasse, die viel niedriger ist als die der Aktien, bedeutet auch, dass man an der einen oder anderen Stelle mal ein Prozent nicht mitnimmt. Also ich würde mal sagen, 5-7% ist die Zielrendite, die wir auf lange Sicht eben in dem Produkt anstreben.
Sie arbeiten dabei mit dem Apano-Stimmungsindex, achten auf seine Signale. Die sind für Sie wichtig für Kauf- oder auch Verkaufsentscheidungen. Was genau hat es damit auf sich? Ja, das ist wir haben eben vor ein paar Jahren eigentlich uns Gedanken gemacht, wie erkennt man denn jetzt eigentlich? Also weil niemand weiß natürlich, wann eine Krise kommt. Im Nachgang ist das mal alles schön gesagt und irgendwann steigen natürlich Risiken. Aber wir haben uns eben Gedanken gemacht, wie man das erkennen kann. Und natürlich gibt es heute 400 handelbare Märkte. Aber wir haben uns eben fokussiert auf, sagen wir mal, 15 Marktsegmente. Also 15 Indizes, auch eine Währung dabei und auch ein Industrierohstoff wie Kupfer. Da achten wir drauf, wie sind die technisch aufgestellt. Und dahinter ist so ein bisschen, das ist natürlich so ein Stück noch unser Geheimnis, wie wir das genau gewichtet haben. Aber im Grunde gucken wir auf die technische Stärke. Sind die im Aufwärtstrend oder im Abwärtstrend dieser Märkte, fassen das zusammen und kommen dann zu einem Gesamtergebnis. Ja, man darf eben voll investiert sein oder man muss vorsichtig sein oder auch eben raus sein. Plus eben antizyklische Komponenten, also auch eben mal in tiefster Stimmung, das war zum Beispiel letztes Jahr März, wir hatten am 27.03. zum Einstieg in die Märkte geblasen, wenn man das mal so sagen darf, und das war ein guter Zeitpunkt und der Stimmungsindex war pessimistisch, aber war eben so schlecht, dass man, manchmal heißt ja eben der Spruch, kaufe, wenn die Kanonen donnern, und das war März aus unserer Sicht eben auch von Signal geben, so eine Situation. Und wie gesagt, vereinfacht und zusammengefasst ist der Stimmungsindex das Stimmungsbild der Investoren, ob die eher risikobereit sind oder risikoscheu. Und das spiegeln wir dann in unseren Fonds wieder über die Investitionsquote, sprich sind wir drin, voll oder eben halb oder auch mal raus. Was würden Sie demjenigen sagen, der sagt, na, es ist alles ganz, ganz spannend, ich finde das auch überlegenswert für mich, aber ich bin immer noch sehr vorsichtig, ich möchte das Ganze jetzt erstmal noch beobachten und nicht gleich kaufen. Was empfehlen Sie demjenigen? Ja gut, also wir haben natürlich mit unserem Stimmungsindex, das ist ja eigentlich ganz spannend, dass wir ihn ja täglich veröffentlichen, nicht nur von dem Signal und dem Ergebnis, sondern auch von der Kommentierung. Das heißt, jemand kann sich dann auf diesem Weg, indem er ja kostenlos eben diesen Stimmungsindex abonniert, das geht über unsere Website zum Beispiel, auch über soziale Medien wie Facebook, LinkedIn, also das sind da ganz viele mittlerweile, kann man eben mal so ein Gefühl kriegen, wie wir denken und wie die Stimmung ist. Und ich sage immer ganz gerne, wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich sogar sind wir der transparenteste Fonds, weil ich eigentlich ehrlich gesagt keinen Fonds kenne, wo das Fondsmanagement also quasi täglich sagt, wie es tickt und was denkt und wo es eben Risiken sieht. Aber natürlich hilft auch mal die Unterlagen anfordern, den Fonds einfach auch mal auf die Watchlist legen, vielleicht auch mal mit einem kleineren Betrag erstarten, also die üblichen Dinge, die man als Investor eben so machen kann, um mal Dinge zu beobachten. Der Aktienfonds für Vorsichtige, hier erläutert im Interview von und mit Markus Sievers. Dankeschön. Danke auch.